Okay, Männertag, Männers, willkommen zum Baumentor-Kanal. Ich kann schon gar nicht mehr, habe schon keine Stimme mehr vom Schreien wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wir haben uns gesagt, okay, Männertag müssen wir ein bisschen was bringen, ein bisschen Entertainment. Und wir haben hier 5 Flaschen Bier. Und was kann der Baumentor machen, was zum Männertag passt? Da gibt es ja nur eins. Hier mit der 500i. Diese 5 Flaschen aufmachen. Der Gag ist dabei, also ich habe noch nicht gesoffen, nicht das Ding. Der Gag dabei ist, ich habe es noch nicht probiert. Und das wäre jetzt das erste Mal. Ich kann mir theoretisch vorstellen, wie das geht, mit der laufenden Motorsäge 5 Flaschen aufmachen. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Aber andererseits haben wir ja 5 Flaschen, dann kann man ja 5-mal probieren. Damit die Flaschen nicht wegspringen, habe ich sie hier mal in dem Kasten gelassen, auf Empfehlung. Ich hätte sie einfach so hingestellt, müsste nämlich auch gehen. Aber gut. Jetzt probieren wir es so. Das heißt, ich mache die Motorsäge an, halte die 5-mal rauf. Im Idealfall sind 5 Flaschen offen. Wenn das nicht klappt, dann sind alle Flaschen offen, aber man kann nicht draus trinken. Das probieren wir jetzt mal aus und viel Spaß dabei. Arbeitsschutz geht vor. Ich muss mal kurz hier hinten ein Ohrschutz mir holen. Hänge mir jetzt auf den Kopf, ich höre nichts mehr. Setz mir noch eine Brille auf, damit mich die Scherben nicht hier übermannen. Und wir müssen hier pumpen. Okay, starte die Engines und dann geht's los. Also eigentlich macht das ja nur Besoffene, aber es muss auch nüchtern gehen. Wow, ja, es hat geklappt. Alter, oh. So, wir haben jetzt hier 4 Flaschen Bier, wobei nur die erste wirklich perfekt ist, weil da ist der Kronkorken abgegangen, da wurde man gleich übermütig. Die anderen habe ich leider, darfst du mal zeigen, also das kann man natürlich auch irgendwie trinken, aber man muss ja nicht übertreiben. Ja, in dem Sinne, macht das auf gar keinen Fall nach, liebe Kinder. Ne? Tollen Männertag. In dem Sinne.